Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Preußen. 1. Juli 1842 ist es. Und ich habe mir überlegt, dass wir einmal in jeder Staffel eine unserer Regionen uns einfach mal ein bisschen genauer angucken und uns ein bisschen mit der beschäftigen, damit wir so nach und nach das Land besser kennenlernen. Und wie sollte es anders sein? Wir beginnen mal mit der vielleicht wichtigsten, naja, zumindest zentralen Provinz Brandenburg, wo unsere Hauptstadt Berlin liegt. Was heißt Provinz? Region. Die besteht aus 5 Provinzen, nämlich Pritzwalk, Prenzlau, Cottbus und Küstrin und Berlin selbst. Wobei Berlin natürlich die bevölkerungsreichste ist, das werden wir gleich sehen. Wir gucken uns mal an, was hier erwirtschaftet wird. Vor allem hier Obst, hier Vieh und da Getreide, also voll Nahrungsmittel. Aber wir wissen ja auch, dort gibt es Fabriken, nämlich nicht wenige. Das sieht man durch dieses kleine Fabriksymbol. Glashütte, Munitionsfabrik, Handfeuerwaffenfabrik und eine Papiermühle, die nicht sehr effizient arbeitet. Ja, und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, in Berlin ist immerhin eine Festung und hier ist auch unser erstes Korps stationiert und überall gibt es schon die Eisenbahn. Soweit vielleicht erstmal dazu. Vielleicht noch interessant, es gibt schon Auswanderung. Ihr seht es hier nach Nashville, Pittsburgh und so weiter in die ganze Welt. Ja, da sind einige schon unzufrieden mit dem, was hier los ist und fliehen. So, wir können noch mal ein bisschen genauer reingucken in die Bevölkerungsstatistik. Und zwar, wir wählen mal alle aus und jetzt sehen wir erstmal, Brandenburg ist das drittbevölkerungsreichste Region nach Schlesien und Niederrhein. Und wir gucken uns mal an, dominieren tun hier natürlich die Bauern, weil ihr habt gesehen, was hier produziert wird. Also überdurchschnittlich viele Bauern im Vergleich zum preußischen Durchschnitt. Sehr, sehr viele Handwerker im Übrigen, 15,4%. Was natürlich es hier gar nicht gibt, sind normale Arbeiter. Das kommt, weil es hier keine Bergwerke oder sonst was gibt. Aber extrem viele Facharbeiter. Vermutlich die meisten Facharbeiter überhaupt in ganz Preußen. Das kommt auch durch unsere Förderung und durch die vielen Fabriken. Der Rest ist so ziemlicher Durchschnitt. Nationalität 99% Norddeutsch, das ist alles nicht sehr bemerkenswert. Protestantisch, das ist auch nicht überraschend. Auch hier politisch, naja, vielleicht etwas über den Durchschnitt konservativ, aber auch nur etwas. Aber auf jeden Fall größere Probleme bei Pressezensur und Landbesitzerwahl. Das ist in ganz Preußen so, hier noch etwas verstärkt. Ja, das wäre also ein Blick in Richtung Preußen. Und ihr seht schon, was hier los ist. Jakobinische Rebellen, Wahlrechtsbewegung. Kaum eine Bevölkerungsgruppe, die sich nicht irgendeinem Protest angeschlossen hat. Ja genau, wir gucken hier nochmal. Die Militanz ist extrem hoch schon. 9,7 teilweise auf jeden Fall durchschnittlich höher als im ganzen Land. 8,1 ist im ganzen Land. Das ist überhaupt bemerkenswert. Schauen wir uns mal kurz das Revoltenrisiko an. Jetzt ist alles rot. Ja, stehen wir möglicherweise kurz vor der Revolution. Wir werden sehen. So, ich denke, was wir jetzt tun werden, wir sollten einmal, wir können Pioniere bauen. Ich denke, wir werden, auch wenn das jetzt innenpolitisch möglicherweise gegen unsere eigene Bevölkerung nicht so relevant ist, werden wir, warum zeigt er mir diese kleine Kanone hier oben an? Das weiß ich nicht, was dieses Symbol jetzt zu sagen hat. Was will er mir damit sagen? Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es, schreibt mir es gerne. Auf jeden Fall werden wir, ja, wir werden noch weiter unsere Armee ausbilden und mal diese Pioniere dazu holen. Einfach weil wir es können, dann sollen wir es jetzt auch haben als Teil unserer Armee. Diesmal gehe ich mal von unten vor. Wir nehmen wieder ganz bescheiden, wie wir sind, 5 Regimenter. Okay, und schließen das. Und ich bin fast gerade am Überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, durch diese ganze Nahrungsmittelproduktion hier, ob man nicht in Berlin bzw. Brandenburg denen mal sagen könnte, anstatt Facharbeiter, dass sie mal hier auf Gebrauchsgüterindustrie gehen, weil wir könnten echt Wein gebrauchen. Ich habe gesehen, das wird sehr, sehr stark importiert. Hauptsache, da kommt ja noch Wein. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken,
was das bringt. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist das alles soweit okay? Ja, Grundstoff und Wein. So kann es weitergehen. Dann lasst uns voranschreiten in der Zeit. Ne, nicht auf Stufe 5. Das wäre zu viel des Guten. Wir haben wieder ein bisschen Diplomatiepunkte. Wir gehen noch einmal in Richtung Beziehungen mit UK verbessern. Ansonsten sieht ja alles sehr gut aus. Österreich ist vermutlich wieder ein bisschen abgesunken, aber nur sehr bisschen. So, Bromberg, Dortmund, Siegen. Also da sind die Kapitalisten echt fleißig, was den Eisenbahnausbau betrifft. Da kann man sich nicht beschweren. So, Haushalt ist einigermaßen im Plus. Das ist okay. Diese blöde Fabrik ist schon wieder geschlossen. Ich bin... Hä? Das war ja jetzt überraschend schnell. Ging das Ende der Revolution? Die Barrikaden liegen zersplittert am Straßenrand und die Trikoloren wehen nicht mehr von den Fenstersimsen. Die Ereignisse, die von der Geschichte als die preußisch-liberale Revolution von 1842 verzeichnet wurden, liegen nun alle in der Vergangenheit und es scheint, dass wir den Sturm bestanden haben. So, wir halten erstmal richtig viel Prestige. Die Liberalen verlieren Militanz und Bewusstsein. Ja, wir beten für die Gefallenen. Das war, glaube ich, ganz human. Und die erste Phase der Revolution haben wir damit überraschend gut und einfach überstanden. Obwohl wir wirklich ja eine hardcore-konservative Politik hier gefahren haben. Und ja auch unsere Bevölkerung hier nicht gerade gering besteuern. Das wundert mich jetzt fast etwas. Aber wie gesagt, das ist alles Teil dieses Experimentes. Okay, mal gucken, wie das weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit jetzt schon gewesen ist, zumal die Militanz jetzt auch nicht immer noch da ist. Mit 6,4 ist sie auch nicht relativ gering. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir eine große Entdeckung gemacht, die Vorderladeaufrüstung. Vorderlader sind Waffen, deren Projektile und Ladungen durch den Lauf geladen werden, im Gegensatz zu den Hinterladern. Handgewehre waren in den 1740ern weit entwickelt. Ein bekannter Vorderlader ist das Kentucky-Gewehr. In den 1740er? Das Kentucky-Gewehr, das in Pennsylvania entwickelt wurde. Das amerikanische Langgewehr wurde vom deutschen Jagdgewehr weiterentwickelt. Okay, das hat folgende Effekte. Oh ja, unsere ganzen Angriffswerte verbessern sich sehr schön. Natürlich auch unser Nachschubverbrauch, was die Armee teurer im Unterhalt macht. Tja, wäre jetzt nicht diese Revolution so schnell beendet gewesen, hätte ich durchaus gesagt, dass wir vielleicht mal hier ein bisschen unseren Nachschubetat erhöhen. Schon wieder sind wir in Sachsen rausgebrochen. Aber jetzt ist ja erstmal die erste Gefahr gebannt. Ups! Da spreche ich gerade davon und da geschieht es. Verdammt, in Danzig. Und Danziger Nationalisten. Und sie stehen auch gerade der nicht besonders gut gerüsteten, dem nicht besonders gut gerüsteten dritten Korps von Stefan von Wettin gegenüber. Oh Mann. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Pech. Lasst uns schnell zumindest hier unsere Ausgaben hochschrauben. Oh ja, jetzt wird es ganz schnell sehr teuer. Ich glaube, wir müssen vielleicht nicht aufs Maximum gehen. Aber gut, dass wir ein bisschen Reserve haben. Und ich denke, wir werden mal das erste Korps hier zur Sicherheit mit ranziehen. Jetzt geht's doch los. Da dachte ich eben, wir hätten es schon locker überstanden. Oha, wir verlieren auch Bevölkerung. So. Gut. 6 Brigaden gegen 11 Brigaden. Aber unsere, naja, die Moral des Gegners ist deutlich besser. Die Schlacht von Danzig. Oh ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Die sind natürlich nicht gut gerüstet und sie sterben einfach im Kugelhagel unserer tapferen preußischen Soldaten. Stefan von Wettin, das hast du gut gemacht. Leider kein besonderer Prestige gewonnen. Naja, okay, damit kann das erste Korps auch gleich wieder zurückmarschieren. Das könnte man fast als Fehlalarm bezeichnen. Aber das ist mir doch eine Warnung, dass wir jetzt nicht ganz so weit runtergehen. Und vielleicht auch wieder einen Tick mit den Zöllen hochgehen. Und vielleicht auch wieder einen Tick
mit der Steuer. Mal gucken, wie wir uns jetzt einpendeln. So, was ist hier los? Osmanisches Reich hat Tunis in die Einflusssphäre aufgenommen. Achso, das sind unsere... Ah, und es kommt zu einem größeren Krieg. Die Osmanen erklären Ägypten den Krieg. Schauen wir uns das mal kurz an. Diplomatisch. Ist die Frage, ob Österreich damit reingeht. Aha, hier, das ist das umkämpfte Gebiet. Das sieht man hier ganz deutlich. Beide Länder haben hier Ansprüche. Und das wollen die Osmanen hier erobern. Naja, da können wir mal gespannt sein, wie sie da agieren werden. Warum haben wir eigentlich hier Sicht? Ach, weil die Zarenflotte hier unterwegs ist. Alles klar. So, unsere ersten Pioniere sind fertig gebaut. Wenn ich das sehe, ja, wir warten mal, bis alle fertig sind. Dann können wir das besser verteilen. Und wir sind doch deutlich im Defizit. Da müssen wir nochmal was nachjustieren. Oh, und ihr seht, wie viel Bevölkerung wir auch verlieren. Und schon wieder die Österreicher, die Angst haben, dass wir ihnen in Sachsen irgendwie wehtun. So, das ist hier vor allem in Ost- und Westpreußen rekrutiert worden. Okay. Dann berücksichtigen wir das entsprechend. Ne, bitte hier oben hin. Und ihr geht hier hin. So, und hier unten... Aha, da seid ihr perfekt richtig. Okay, damit haben wir jetzt 60 Regimenter unter Waffen. 64 könnten wir. Das ist schon sehr, sehr in Ordnung, denke ich. Schauen wir uns das mal im Großmachtvergleich an. 116, damit sind wir mit Großbritannien ganz weit vorne. Okay, und die USA hat sogar ihre Reserven mobilisiert, sehen wir. Naja, gut, aber das ist, finde ich, ganz traditionell preußisch. Eine Armee, die etwas über dem Durst ist. So, die Tendenz setzt sich fort, aber noch nicht so gravierend. Aber das Defizit macht mir doch Sorgen. Naja, das sind die erhöhten Militärkosten, ist ganz klar. Wir müssen einfach jetzt mehr ausgeben. Ist die Frage, ob wir irgendwo was runterschrauben können. Oder wir gehen wir doch noch einen auf Zölle. Und hier hatten wir auch, gehen wir mal wieder auf 40%. Oder auf 45. Denen geht es auch sehr gut. Schaut euch das mal an. Die haben hier sogar schon Luxusbedürfnisse, die gestillt werden. Okay, wie sieht es jetzt aus? Ich würde schon gerne im Plus landen. Ja, naja, gut. Das sind eben die Militärkosten. Och, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen bei der Bildung runter auf 90%. Und hier gehen wir nochmal auf 90. Also wenn die hier anfangen, Ärger zu machen, dann sollen sie auch ordentlich besteuert werden. So, die Eisenbahnen sind fertig gebaut. Schauen wir uns mal an, hier wird gerade die Betonfabrik gebaut. Wie sieht es denn hier aus? Das ist alles sehr, sehr rentabel. Was machen unsere Projekte? Die Glashütte ist immer noch nicht fertig. Komm, jetzt geben wir denen das ganze Geld. Sollen sie doch die Glashütte endlich fertig bauen. In Brandenburg wird Handfeuerwaffen ausgebaut. Das ist auch sehr okay. Weil hier ist schon das Maximum erreicht. 10.000 Arbeiter, mehr passen da nicht rein. Und ich sehe gerade, eine Zeitung ist wieder ins Haus geflattert. Und der Krieg zwischen den Osmanen und Ägypten ist auch hier verkündet. Die spanische Angst. Es geht um frostige Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich. Auch davon haben wir schon mitbekommen. Belgiens Beziehung, freundschaftliche zu den Briten. Okay, die Valhalla. Ein Monument im Stile griechischer Tempel namens Valhalla wurde letzte Woche in Donaustauf, Bayern, eingeweiht. Die Büsten berühmter Deutscher sind in dieser Ruhmeshalle. Und Franz I. Mit 67 Jahren starb Kaiser Franz I. von Österreich-Ungarn und sein geistig und körperlich behinderter Sohn Ferdinand I. bestieg den Thron. Regenten übernahmen die Regierungsgeschäfte.
steht er vermutlich. Ja, das ist also dort los. So, jetzt haben wir hier schon sehr, sehr viele Eisenbahnen. Okay, Lippe Detmold muss Konkurs anmelden. Hm, sie schulden uns nichts. Ach so, sie behaupten, sie schulden uns nichts. Wir müssen unsere Investoren mit unserer Militärmacht schützen. Wir hätten jetzt einen Schuldentilgungskriegsgrund gegen Lippe Detmold. Aber das bringt relativ wenig, wenn wir das jetzt hier durchsetzen. Also, gucken wir uns das mal an. Ja, sie sind ja mit uns verbündet und in der Einflusssphäre. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwie Krieg zu erklären wegen diesen läppischen Kröten. Das holen wir uns schon auf andere Art und Weise wieder zurück. Aber unser dauerhaftes Defizit macht mir doch gewisse Sorgen. Ist es wirklich so sinnvoll, die... Oh, die Betonfabrik ist gebaut. Das ist interessant. Achso, und die Armeen, die sollte ich auch mal wieder richtig zusammenfügen. Ordnung muss sein, besonders in einem Preußenspiel. So, hier unten. Und hier oben. Und wir schauen direkt nochmal in die Produktion hinein. Wie sieht es denn hier aus? Die Betonfabrik. Das ist, dauert noch, ehe das hier vernünftig anläuft. Vor allem müssen sie noch ordentlich Arbeiter anwerben. Oh, und wir verlieren Bevölkerung. Enorm. Aber jetzt gerade nicht mehr. Jetzt gewinnen wir wieder welche. Keine Ahnung, was da gerade für eine Phase in unserem Land herrschte. So, die Annalen der polnischen Geschichte. Ein halbwegs renommierter Historiker hat in Posen ein Buch über polnische Geschichte veröffentlicht. Dieses Buch hat das Potenzial, innerhalb der polnischen Minderheit für reichlich Zündstoff zu sorgen. Aber wir sind in der Position, seinen Vertrieb etwas zu beeinflussen. Wenn wir den Vertrieb drosseln, wird nur die Oberschicht Zugang zum Buch bekommen. Wenn wir den Vertrieb dagegen nicht drosseln, wird das Buch wohl am meisten von Angehörigen der Mittelschicht gelesen werden. Wie sollen wir verfahren? Tja, entweder die Aristokraten oder Kapitalisten. Aber ich denke, wir aus Prinzip drosseln wir schon mal den Vertrieb. Ja. Ich glaube, die Aristokraten und Kapitalisten sind nun wahrlich keine Revolutionäre. Da brauchen wir, glaube ich, wenig Angst haben drum. So, wir müssen was mit dem Haushalt tun. So geht es nicht weiter. Wir werden doch ein bisschen das hier runtersetzen. Das ist mir doch jetzt ein bisschen zu viel. Gehen wir mal auf 35%. Ja. Zölle will ich nicht höher als 10% machen. Und dann muss eben hier wieder ein bisschen angezogen werden. Auf 50% bei der Mittelschicht. So ist es. Und zwar dadurch noch immer nicht im Plus. Na doch, jetzt zumindest leicht. Ja, das ist sowas, gerade die Armee und sowas, das kann sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Deswegen ist es schon immer ganz gut, eine kleine Reserve zu haben, die leider immer noch wieder weiter sinkt, aber relativ gering. Das braucht uns, glaube ich, jetzt nicht nervös zu machen. Denn ein Krieg, der länger dauert, ist unglaublich teuer. So, wir haben viele, viele Diplomatiepunkte. Wir verbessern weiter unsere Beziehungen mit Großbritannien und ich denke noch mit anderen kleineren Ländern, die uns am Herzen liegen, machen wir mal weiter. Hannover. Oh, Österreich, ja, ist abgesunken durch diese... Okay, die USA, die Streitkräfte... wieder demobilisiert und der Realismus ist entdeckt worden. Wir bekommen mehr Prestige. Es gibt ja allgemein so einen Prestigeanstieg und der sollte sich eigentlich jetzt erhöhen, meines Wissens. So, und die Tendenz geht weiter. Die Konservativen sind schon stimmungsmäßig in der Unterzahl. Was hat das langfristig für Bedeutung?
Die Freiheitsbewegung, die verschiedene Art, wachsen weiter. Auch die verschiedenen politischen Kampagnen bekommen Zulauf. Und hier einige, das war also wirklich nur eine kleine Rebellengruppe hier, die Danziger Nationalisten, die wir kennengelernt haben. Das waren ja schon einige, aber wenn hier 1,9 Millionen jakobinische Rebellen auftauchen, na gut, 38 Brigaden, ich glaube, da würden wir auch noch klarkommen. Mal sehen. Das nächste Mal müssen wir weitermachen mit Technologie und ja, mal gucken. Den ersten Sturm, wie gesagt, haben wir überlebt. Wie geht's weiter? Das beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.